Samstagnachmittag auf der Hamburger Reeperbahn. In ein paar Stunden erwacht die legendäre Partymeile wieder zum Leben. Pia und Trixi sind gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ich liebe diesen Laden. Hier will ich auch mal rein. Oh mein Gott, voll geil. Mega. Im Pink habe ich früher mit so einer Leggings mit einem riesen Totenkopf auf dem Oberschenkel gearbeitet. Wenn Trixi vom Pink spricht, dann meint sie das Laufhaus auf der Reeperbahn. Hier arbeitet sie seit mehreren Jahren als Prostituierte. Die beiden Frauen kommen aus dem gleichen Heimatort. Seit kurzem sind sie auch Kolleginnen. Denn erst seit 2 Wochen arbeitet Pia als Prostituierte. Weil Leute, die ich jetzt neu kennenlernen würde, wäre ich eine sehr, sehr zurückhaltende Person. Ich würde so gut wie gar nicht sprechen, würde mich immer mehr so weiter im Hintergrund halten. Und ja, und in der Arbeit ist das dann halt so, da komme ich dann doch schon eher ein bisschen mehr aus mich raus, bin aber auch noch so das kleine Mauerblümchen. Ich verstecke mich da immer noch irgendwie unter so einer kleinen Maske vielleicht manchmal. Sag ich ganz ehrlich, also kleine Fassade, die noch da ist, wird sich auch irgendwann ablegen, denke ich mal. Dann lass uns mal loslegen. Dann lass uns mal loslegen. Bisher hat Pia sich mit ihren Freiern nur in angemieteten Apartments getroffen. Heute bietet sie ihren Körper zum ersten Mal in einem Laufhaus an. Klar, es ist mega ungewohnt und ich bin auch total aufgeregt. So, ne? Wenn der erste Freier kommt, ob es klappt, dass ich ihn mit in mein Zimmer kriege, dass er Lust auf mich hat. Sonst hatte die 22-Jährige ihre ersten Kontakte mit den Freiern übers Internet. Für sie ist es deshalb ungewohnt, auf dem Gang zu warten und sich freizügig zu präsentieren. Nach 2 Stunden zeigt ein Mann Interesse an ihr. Hallo. Was machst du denn so? Alles klar, dann geh einmal vor. Viel Spaß. Dankeschön. Bis gleich. Nach einem kurzen Gespräch über die Bedingungen lässt sich Pia ihren Lohn im Voraus bezahlen. Erst danach geht es zur Sache. Nach etwa 20 Minuten ist alles überstanden. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Und Pia bleibt mit gemischten Gefühlen zurück. Ja, ich war halt schon ziemlich aufgewühlt. Freundin Trixi hilft Pia, in dieser oft auch gefährlichen Welt des Rotlichtmilieus zurechtzukommen. Also nicht jedermann ist so unkompliziert. Ne? Das kann ich dir auch gleich sagen. Dafür gibt es hier die Alarmknöpfe. Ja. Manche sind dann doch wirklich betrunken, die fordern dann mehr. Ja, glaube ich. Es ist halt einfach, sie sieht manches sehr leicht. Aber der Job, der hat halt auch, wo du scheiß Gäste hast, wo du beleidigt wirst, wo du manchmal Sachen an den Kopf geknallt kriegst, so von wegen, du hast mir einen zu großen Arsch oder solche Sachen. Damit muss sie auch lernen, umzugehen dann. Und das wird für sie halt auch noch, ja, erwachsen werden. Sie muss in vielen Sachen doch noch erwachsen werden. Das kommt aber alles mit der Zeit. Pias nächster Schritt. Sie will ihrer Mutter gestehen, dass sie als Prostituierte arbeitet. Auf der Hamburger Reeperbahn. Unweit der Reeperbahn machen sich die Huren Trixi und Pia auf den Weg nach Kiel. Dort will Pia ihre Mutter besuchen. Seit 3 Jahren hat die 22-Jährige sie nicht mehr gesehen. Auch, dass Pia jetzt als Prostituierte arbeitet, weiß ihre Mutter noch nicht. Ich hab voll Angst eigentlich. Wird alles abwärmen. Vor 9 Jahren kam es zu einem heftigen Streit zwischen Pia und ihrem Stiefvater. Die Mutter hielt zu ihrem Mann. Die damals 13-Jährige zog in eine betreute Wohneinrichtung. Seitdem hat Pia kaum Kontakt zu ihrer Mutter. Wie reagiere ich, wenn sie mich abstoßen tut?
Rass dich aus. Bleib ich ruhig. Weißt du, das sind gerade Fragen, die sich gerade richtig in meinen Kopf bohren. Kannst du aber nicht von vornherein planen. Seit Pia als Prostituierte arbeitet, hat sie besonders Sehnsucht nach ihrer Mutter. Sie will, dass ihre Mutter wieder an ihrem Leben teilnimmt. Dazu gehört auch, dass sie erfährt, was Pia jetzt beruflich macht. Du schaffst das. Auf gar keinen Fall will Pia heute ihrem Stiefvater begegnen. Mama, schau rein. Ich war das letzte Mal in dieser Wohnung vor 3 Jahren oder so. Es ist einfach gerade so krass, dass meine Mutter mich mal wieder reinlässt. Aber Mama, das ist nicht das Einzige, warum ich hier bin. Ich muss dir noch was sagen. Ich habe meinen Job, meine Berufswahl komplett gewechselt. Ich bin eine Prostituierte. Nachdem Pia mit 13 ihr Elternhaus verlässt, gerät ihr Leben komplett aus den Fugen. Sie bricht die Schule ohne Abschluss ab, schafft keine Ausbildung. Außerdem macht sie Schulden, weil sie ihre Handyrechnung nicht bezahlt. Ein Teufelskreis, der sie jetzt sogar ins Rotlichtmilieu geführt hat. Das ist ein Schock für Sie. Das verstehe ich. Sie war lange Zeit bei mir, in meiner Wohnung mit. Da hat sie den Kampf gegen die Drogen erstmal aufgenommen. Ich kenne es selber, ich habe es auch hinter mir. Ich habe auch Drogen genommen. Und jetzt hat sie eine eigene Wohnung. Und ich kann es schon schulden. Das ist sie alles am Aufarbeiten. Sie wollte es Ihnen gern persönlich sagen. Sie hat Angst davor, dass Sie wieder verschmissen. Mit Unterstützung ihrer Freundin und Kollegin Trixi hat Pia ihrer Mutter gebeichtet, dass sie als Prostituierte arbeitet. Die Mutter steht unter Schock, will nicht wahrhaben, was sie gerade erfahren hat. Hätte ich dir das alles am Telefon geschrieben, du hättest dich nie wieder bei mir gemeldet. Nie wieder. Ich habe nur auf den heutigen Tag gewartet, dass ich dir das einfach alles persönlich sagen kann und nicht zwischen Handy und keine Ahnung. Weißt du, wie schwer das für mich war, hierher zu fahren? Was ich für eine Angst hatte, dass du die Tür nicht aufmachst, dass ich dich gar nicht an die Strippe kriege. Nein, das würde ich nie machen, das weißt du auch. Natürlich wegen diesem kleinen Bastard. Damit meint Pia ihren Stiefvater,
zu dem sie nie ein gutes Verhältnis aufbauen konnte. Immer wieder gab es Streit. Überleg doch mal, weshalb wir so viel auseinandergegangen sind. Wer ist der Auslöser? Der Mann, mit dem du jetzt verheiratet bist. Und das weißt du immer noch. Als der Konflikt eskaliert, zieht Pia mit 13 in eine betreute Wohneinrichtung. Der Kontakt zu ihrer Mutter bricht ab. Was mir einfach nur wichtig ist, Mama, dass du mich nicht wegen meinem Job, dass du mich nicht verurteilst, dass du mich nicht wegschmeißen tust. Kann ich ja gar nicht. Dafür warst du ja bei mir im Bauch so lange. Hast du denn auch Leute, die auf dich aufpassen? Ja, natürlich. Sie ist davon eine. Damit hat deine Mama dir aber gerade gesagt, dass sie dich liebt. Ich wollte beide Kinder immer beschützen. Aber irgendwie, ich hab's nicht hingekriegt. Pia hat noch einen leiblichen Bruder. Doch auch zu ihm hat sie keinen Kontakt mehr. Pass auf dich auf. Okay, Mami. Ja, pass auf dich auf, okay. Du weißt, ich bin in Hamburg. Ich bin nicht mit von dir. Pias Mutter verspricht ihrer Tochter, dass es bis zum nächsten Wiedersehen nicht 3 Jahre dauern wird. Schon bald will sie Pia in Hamburg besuchen. Fix und fertig mit den Nerven. Aber natürlich auch glücklich. Ich hätte alles anders erwartet. Ja. Okay. Schon schön.